Herzlich willkommen zurück zu Half-Life 2 und in Ravenholm, was jetzt nicht so schön ist, aber das ist, da müssen wir jetzt durch. Huch. Gut gemacht, Bruder. Nutze meine Ach, da oben. Fallen, aber pass auf, dass du nicht selbst in eine gerätst. Ach, hinter dir. Huch, ach, da oben. Ja, danke. In Ravenholm musst du auf der Hut sein. Du könntest mir jetzt einfach sagen, wie ich hier irgendwo hinkomme. Muss ich überhaupt lang? Ah, hier lang. Und natürlich wieder durch ein Haus mit engen Gängen und vielen Gegnern. Oha, warte mal. Sekunde, ich regel das anders. So. So. Oh, schade, ich dachte, es explodiert jetzt. Scheiße, Alter, ich will da nicht runter. Eine war da noch, genau unter mir. Ich habe dich genau gesehen, Kollege. So. Ich bin ja nicht... Warte, kann ich hier durch? Ich bin ja nicht ganz blind. Geil, ich kann hier durch. Bringt mir das überhaupt irgendwas? Wahrscheinlich nicht. Nö, natürlich nicht. Ah, geil. Kommt her. Zu viele Gegner. Oh, einen ganzen Typen getroffen. Warte, ich regel das mal mit der hier. Vor allem habe ich jetzt auch so eine Rechtsklick-Scheiße hier. Bam! Das ist irgendwie viel cooler. Sollte ich auch mal viel öfters benutzen. Wo kann ich denn... Ich glaube, da komme ich nicht durch. Ah, warte mal. Idee. Das sah aus, als könnte ich... Nein! Ups. Geht so von automatisch... Ach, es geht automatisch wieder hoch. Ja, das erklärt einiges. So. Jetzt gehst du hoch und lässt mich dahin. Boah, ich bin so intelligent. Und fast runtergesprungen. So viel zum Intelligent. Eigentlich wollte ich auch nur gucken, was es hier in der Ecke gibt. Scheiße. Warte mal. Du kommst jetzt runter. Runter. Ah, so. Scheiß Seil, wo ich nicht lang... Moment, ich kann da auch lang? Nein! Was gibt's denn da? Ach, ich kann von das Auto... Ah, warte mal. Vielleicht ist es einfacher mit dem Auto. Ja, diese Seile hier sind scheiße. Da kann ich mich nicht drüber bewegen. Deswegen backt das hier so rum. Seht ihr? Jetzt kann ich nämlich hier rüber, hier rüber, hier rüber. Ja, ich werde... Ich bin... Bist du überhaupt? Ich höre dich reden, aber ich sehe dich nicht. Lade Daten. Bruder Grigori, okay. Vielleicht hilft er uns auch wieder hier irgendwie rauszukommen. Das wäre auf jeden Fall sehr praktisch. Ich möchte auch nicht mehr allzu lange mich hier rumtreiben, wenn ich ehrlich bin. Uah! Alter. Fliegt mir die Scheiße entgegen. Huch. Ach, da ist er. Ist hier noch irgendwas? Nö. Ach, du bist es, Bruder. Verzeih. Na, ist ja nichts passiert. Meine Kugeln sind dein geringstes Problem. Du wolltest mich abschießen, oder was? Gib's doch zu. Oh, oh, nicht springen. Au! Ein Gesundheit, was? Ach, Nervengift. Ah, interessant, okay. Boah, wie assi. Oha, geh weg. Alter, sind hier viele. Was ist denn da los? Muss ich hier runter? Wahrscheinlich, ne? Grigori ist auch wieder weg, ja. Ich schau mal kurz noch hier. Warte mal. Ups. Oh, ich hab keinen Schuss mehr. Scheiße. Nicht sehr gut mitgedacht. Was kann ich jetzt genau hier machen? Das bringt mir hier einfach... Moment, Moment. Leben. Leben ist gut. Und eine Matratze, falls ich mal schlafen möchte. Aber nicht heute. Okay, den habe ich noch übersehen. Da komme ich nicht lang. Scheinbar wäre ich hier... Nicht hier richtig? Hier komme ich auch nicht lang.
Leitern sind bestimmt immer gut. Auch wenn ich jetzt hier mehr balancieren muss, ist alles. Aber da kann ich auch rein. Jetzt bin ich ein bisschen. Oh Gott, Moment. Wer von euch lebt? Lebst du? Nein. Lebst du? Nein. Einfach den Tisch weggenommen. Gibt's die Sägeblätter irgendwo? Nein, da muss ich so durch. Alles klar. Piu! Kommt her. Ups, lebst du immer noch. Na, nächster? Bitte sei tot. Lade Daten. Wir, die stehen jetzt auf. Bleibt einfach liegen. Du mit dir gefallen. Ah, sie bleiben liegen. Sehr schön. Bin ich denn gelandet hier? Huch. Oh mein Gott, was sind das für Viecher? Okay, die sterben immerhin schnell. Aber was war das? Geil fand ich das jetzt nicht. Alter. Dass die Headcrabs nicht einfach mitsterben können. Gibt's hier irgendwas? Secret-mäßig? Nö. Hoch, links, rechts. Oh Gott. Wir nehmen hier schon die Tür auf. Mistviecher, Alter. Oh oh. Komm, lad schneller nach. Danke. Also die Magnum ist wirklich super. Auch wenn ich langsam auch noch eine neue Waffe gebrauchen könnte. Alter. Oha. Wo ist denn mein Bruder Grigorius? Ach, da ist er. Hier, Bruder. Hi. Komm näher. Noch näher traue ich mich jetzt nicht. Oha, seht ihr, wenn ich vom Teufel spreche, das war jetzt wirklich mehr Zufall als alles andere. Halt sie am Körper. Ich rate dir Folgendes, ziele auf den Kopf. Danke für den Hinweis. Was? Sie kommen. In da. Gibt es kein Ausruhen. Geh, wir treffen uns bei der Kirche. Sei frei, mein Kind. Boah, die Shotgun ist wirklich nice. Muss ich da reinspringen ins Wasser? Ich probier's einfach mal. Ja, scheinbar war's richtig. Na? Kommt her. Oh, scheiße. Nee, bleib bitte weg. Lass ich einfach hier rein und mach die Tür zu. Hihi, jetzt kriegt ihr mich nicht mehr. Stehen die jetzt wirklich vor der Tür, weil die Tür zu ist? Alter! Habt ihr den Arsch offen? Gott, ich hätte diese Tür nicht aufmachen sollen. Dieser Auto ist auch fast gar nicht. Ich mach die Tür wieder zu, warte. Dankeschön. So, ich bin weg. Mach zu! Oh, Alter. Dieses Spiel frisst mir noch die letzten Haare vom Kopf. Huch. Oh Gott, noch einer. Lasst mich doch in Ruhe. Die Combine waren viel nettere Gegner als ihr. Geh weg. Was bist du denn für einer? Der ist voll... Ach Gott, lässt doch noch Viecher fallen. Das ist ja ganz klasse. Fast nicht widerlich. Aber auch nur fast. Ich gehe mal hier hoch. Wenn hier schon so eine Planke ist, wird das doch irgendwas bringen, hoffe ich. Ich will einfach nur so schnell wie möglich aus diesem Levelabschnitt hier raus. Ich weiß ja nicht, ob ihr Ravenholm feiert, aber ich feiere es überhaupt nicht. Lade Daten. Boah, nee, ey. Es gibt so schöne Abschnitte in dem Spiel mit ganz viel Sonne, weißt du? Und jetzt kommt hier so ein hässliches... Zombie-verseuchtes
Huch. Dreckskaff. So. Wer Stress will, kann Stress haben. Ich hab ein Fass. Ich glaube, ich mache mal hier gerade das Dingsbums an. Andere Seite. Ja, Kacke. Ach, es trifft's mich auch noch. Ja, komm, leck mich, Alter. Boah, wie mies. Ich wollte es doch zur Abwehr benutzen. Oh Gott. Diese Geräuschkulisse ist vor allem sau ekelhaft. Gibt's hier irgendwo Leben für mich? Irgendeiner abgeschiedenen Ecke vielleicht so ein Medipäckchen? Und mal keine Gegner? Ach, scheiße, Alter. Hier kommen ja 1000 Gegner. Okay, damit habe ich nicht gerechnet. Gibt's hier irgendwo, wo muss ich denn lang? Da oben brennt Licht. Licht ist schon mal super. Nein! Dass mich das wieder trifft, war ja so klar. Aber hier oben sieht's gut aus. Kann ich hier irgendwie... Ich müsste da wahrscheinlich irgendwie hoch, ne? Kann man nicht hier irgendwas machen? Was ist das? Ah, das fährt da rüber, oder? Huch, Gegner. Ist hier nicht irgendwas, was ich machen kann? Oder ist es einfach nur Deko? Ich meine, da ist immer so eine Seilwinde-Gedöns. Irgendwas kann man hier bestimmt noch machen. Ah, ich kann hier hoch, haha. Komme ich nur da an. Stopp, halt, geh weg. In der Reihenfolge. Über Dächer kraxeln ist genau mein Ding. Und runterfallen mag ich auch sehr. Scheiße. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Alles voll mit diesen Werfeviechern. Alter. Und meine Munition ist auch gleich leer. Scheiße. Bin ich denn hier oben jetzt gelandet? Ah, Munition. Haha, seht ihr? Die brauchte ich. Wo muss ich denn lang? Ah, das Ding muss hier rüberfahren. Tontauben schießen, oder was? Jetzt ist nur die Frage, wie kriege ich das Ding hier rübergefahren? Ah, warte mal. Ha, so nicht. Ich dachte, vielleicht könnte ich... Moment. Irgendwie muss das doch funktionieren. Irgendwie ergibt das bestimmt einen Sinn. Aber warum gibt's denn... Warte mal. Ich bin verwirrt. Ich bin sehr stark verwirrt. Ups. Genau, geh einfach weg von mir. Dann bin ich glücklich. Oh, lad doch schneller nach. Mit deinen ganzen 2 Schuss. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Scheiße, ich hab Nervengift auf mir. So, jetzt muss ich immer noch verstehen, wie ich hier... Damit muss man irgendwas machen. Ich weiß zwar noch nicht ganz was, aber irgendwas muss ich hier machen. Ich stehe gerade dezent auf dem Schlauch, aber das ist ja nichts Neues. Ah, dich habe ich gesucht. Perfekt. So, Freunde, dann machen wir genau hier weiter. Im nächsten Part. Wenn es euch gefallen hat, lasst eine positive Bewertung da und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.